Meine Rambas, es ist wieder soweit. Zeit für World of Tanks und zwar mit dem Panther 2, also deutschem Stahl hier am Werk. Gespielt von dem Jecken auf Karte Wadi. Und ja, Top-Tier ist er nicht, aber 8er Gefecht mit paar 7er und paar 9er. Damit kann man doch arbeiten als guter Spieler. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was hier am Ende resultieren wird. Wir machen die Minimap wieder ein bisschen größer, dass wir mehr davon sehen. Der Panther 2, von vielen geliebt, von manchen verhasst. Also er ist so ein Panzer, der doch den ein oder anderen irgendwo gefühlt polarisiert. Ich kenne den Panther 2 so jetzt nur vom Sehen, beziehungsweise einfach von seinem Premium-Pendant. Muss aber sagen, er hat auf jeden Fall... Er ist sehr rund. Also er überragt jetzt nirgendwo, aber er ist jetzt auch nirgendwo rapid, ist schlecht. Von dem her, naja, muss jeder für sich selber wissen. Jetzt nimmt er hier erstmal die Mitte ein. Der 5960, der ihn hier spottet, den konnte er beschießen. Jetzt noch vielleicht den Bulldog. Und auf den kriegt er auch noch einen Hit raus. Sehr gut. Hier die Mitte ist natürlich immer äußerst umkämpft. Da ist immer viel los. Oh, was hat er denn dann über sich plötzlich? Den Type. Was das Schöne ist, die Fluggeschwindigkeit der Projektile ist wirklich ordentlich. Oh, man sieht es auch jetzt, für jeden anderen Panzer wäre der weg gewesen, aber er bekommt ihn hier noch. Da der 110er, sehr schöner Überblick, schade, den hätte er rausbekommen, das wäre sein Kill gewesen. Wie gesagt, sehr spannend, was der Type da gemacht hat. Ist ja doch ein bisschen sehr extrem gewesen. Da hinten IS-2. Hier, der Spot ist hier ganz schön. Man muss nur aufpassen, dass man nicht von links eben gehittet wird. Da wo er jetzt auch gerade gut hinschaut. Vielen Dank an dieser Stelle für den Assist der Kommentierung. Man sieht, er geht halt auch immer mal wieder auf. Hat da natürlich so ein bisschen die Thematik. Aber hier den E-75. Aber der ist einfach zu fett. Da kommt er so nicht einfach durch. Walker Bulldog, was macht er mit dem? Macht er da irgendwas? Wenn er darüber fährt, ist er eigentlich tot. Nicht, wäre nicht clever. So, ah, IS-2, da kommt er doch super drauf. Oh nö. Jetzt ist er offen. Ah, jetzt hat er verrissen, weil der Jagdtiger auch von drüben drauf kommt. Der Jagdtiger ist da sehr ärgerlich. Den müsste er wegbekommen. Beziehungsweise müsste man ihn wegmachen. Weil der Jagdjäger hat hier wirklich eine sehr schöne Position. Und wie in dem Fall, wenn keine Arti dabei ist, dann kriegt man den da auch erstmal schwieriger weg. An den einen oder anderen muss ich vielleicht eine kleine Entschuldigung sagen, dass ich das ein oder andere Replay wieder nicht nehmen konnte. Aber das kam natürlich einfach mit dem Patchwechsel, dass ich viele 098er noch rumliegen hatte, aber eben nicht zeigen konnte. Deswegen jetzt mit 099 geht es da weiter. Jetzt der Jagdjäger, zack, schön die Seite. Jetzt hat natürlich dann der Vorteil, wenn der Jagdjäger da unter Beschuss steht, also sich nicht auf ihn konzentriert, dann kann er dementsprechend wirken. Da ist jetzt noch ein IS-3. Der Walker Bulldog ist mal wenigstens weg. Sehr gut. Jetzt der Jagdtiger da vorne wäre auch offen. Aber er bleibt weiter auf dem IS. Ja, der IS bewegt sich auch gar nicht. Der lässt sich hier schön runterhitten. Kann ihm nur recht sein. Jetzt bewegt er sich erstmalig. Jetzt ist er offen. Oh, und E50. Gleichen Ladeschützen auch raus. So, jetzt nochmal. Ah, Mist, Mist. Jetzt macht es dem der IS-3 nochmal deutlich schwerer als... Jetzt würde ich mal die Seite eher nehmen und nicht da immer vorne draufhalten. So, da genau. Ja, perfekt. Hätte er vielleicht vorher schon machen sollen. Jetzt kriegt er keinen Hit mehr raus. Vielleicht gerade noch so da, ja. Ah, schade.
Hat ihn ein bisschen lange versucht, vorne auf die Upper Plate zu schießen. War gar nicht nötig, hätte er schon früher anders haben können. Und jetzt hat er den E75 wieder. Ne, da schießt er gar nicht erst drauf. Da denkt er sich, da komme ich so eh nicht durch. Jetzt auf den E50, der ihn vor den Ladestützen rausgenommen hat. Und der steht besser. Da ist er offen. Muss aufpassen, weil gerade der Jagdtiger, der macht dann ihm das Leben deutlich unangenehmer. Oh, schöner Snapshot. 5 Minuten haben sie noch. Natürlich hier auch immer ganz wichtig, die Zeit im Auge zu behalten. Weil wenn die Zeit, ist leider da ein fieser Gegner und der läuft unerbittlich runter. Wenn ich jetzt beim Doppelpass gewesen wäre, dann wäre das jetzt bestimmt 5 Euro ins Phrasenschwein. Oder ein Zwickel, glaube ich, schmeißen sie rein. Der Jagdtiger steht da drüben, beziehungsweise beide sind ja noch da. IS ist auch noch da. Oh ja. Oh ja, schön. Ah nein, schlecht. Nochmal. Jetzt. Da geht's dann mit dem Nachbarn. So. 4 Minuten noch. Man sieht schon die Zeit, die kann teilweise wirklich gefühlt sehr kurz sein. Oh, Jagdjäger wieder. Diesmal hat es nicht geklappt mit ihm, leider. Also sie haben aber auch wirklich keine Seite, die man irgendwo drückt. Das, was jetzt vielleicht ein bisschen notwendig wäre, dass einer mal ein bisschen jetzt die Füße in die Hand nimmt. Der Jagdtiger ist schon mal durch. Der ist raus. Der 8.8er Premium. Und da der AMX, da kommt er nicht drauf. Vorhin 59.16, Jagdtiger. Überall ist irgendwo jetzt ein Gegner gerade. Steht 7 zu 6, von dem her an der Tendenz ganz ordentlich, aber die Gegner haben halt... Oh, sehr, sehr guter Hit. Da hat er 59-16 ganz kurz zu lange geschaut und es wurde bitterst bestraft. 3 Mons, schreibt der AMX noch. Ja, 3 Mons ist nicht mehr lang. Der Jagdpanther da auch noch. Sau dummer Winkel, so braucht er eigentlich gar nicht drauf schießen. Klappt eh nicht. Jetzt aber. Hat der Jagdpanther sich extra noch zur Seite gedreht, um eben die Seite anzubieten. So, und der Jagdtiger da drüben, der fährt jetzt hoch. Nein! Kritischer griechischer Treffer. Oh, jetzt ist er offen. Ist er offen? Boah, war der knapp. Wenn der durchgeht, dann ist das Thema durch. Jetzt der Kanamon auch noch. Kette ist ab. Er kann auch nicht reparieren. Er hat Gott sei Dank eine gute Crew drauf. Jetzt fahrt er aber aggressiv. 2 Minuten noch. Jetzt gibt er scheinbar Gas, weil so. Schöner Hit aus dem Fahren auf den Jagdtiger. So, jetzt auch nochmal einen. Jagdtiger verschießt. Jetzt bekommt der Jagdtiger auch dementsprechend die Quittung, dass er sich auf ihn konzentriert. Leider kein Kill. Der wäre jetzt gerade schön gewesen und verdient. Aber er gibt jetzt hier Gas. 1 Minute 30, 1 Minute 45. So ist es. Noch am Start. Rheinmetall war noch voll. Ansonsten der E50 und der Cannabon, die sind beide hier. 1 Minute 30 noch am Start. Wirklich enge Nummer und für den Schaden ein bisschen zu wenig Kills hat der Arme leider. So, der E50 hat jetzt nicht geguckt, jetzt weiß aber natürlich, wo er ist. Cannabon konzentriert sich aber nicht auf ihn. Jetzt wird er sich wahrscheinlich so umpositionieren, dass er auf den Cannabon kommt, ohne dass er beschossen werden kann vom... Ja, genau. Wow. Der Cannabon schaut ja doch. 55 Sekunden noch. Und ich verabschiede mich schon mal und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Es war eine sehr geile Runde und ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer IKW.